Jetzt gerade ist wieder ein bisschen, hat Oberösterreich gerade ein bisschen eine Panikattacke bekommen wegen Corona und so. Und man merkt, dass jetzt wir wieder ein bisschen in Lockdown-Stimmung hineingeraten sind. Irgendwie ab irgendeinem Tag in dieser Woche hat die Maskenpflicht wieder angefangen, überall, oder? Gestern? Genau, ab gestern. Auf einmal ist wieder überall Maskenpflicht und man sieht, es sind, ja, man muss wieder diese Maßnahmen irgendwie befolgen und so weiter. Und das, müsste hin oder her, die einen sind dafür, die anderen sind dagegen, müssen damals alle einhalten, müssen wir es trotzdem, egal was wir denken drüber. Aber wir wissen, dass solange wir im Herrn vertrauen und im Herrn glauben und einfach auch das befolgen, was wir wissen, was wir tun sollen, dass wir safe sein werden. Kennt ihr Psalm 91? Den Psalm schon mal gelesen? Da steht, keine Plage wird sich deinem Haus nähern. Ja? Das bedeutet, Gott passt auf dich auf und er beschützt dich. Und mehr mag ich gar nicht sagen zu dem ganzen Covid-19-Zeugs. Wir wissen, der Herr passt auf uns auf und wir halten diese Maßnahmen ein und so weiter und schauen drauf. Aber jetzt seit gestern eben wieder Maskenpflicht. Und wie taugt es euch eigentlich mit Maske? Ist das für euch eher was Lästiges? Oder ist das was, was euch nicht so stört? Wie steht es hier zur Maskenpflicht? Ist Maske cool? Da kann man nämlich einmal ungeschminkt aus dem Haus gehen und so. Genau, wollen wir so. Nein, ist lästig, oder? Ist lästig, die Maske immer mit haben. Ich bin einer, ich steige aus dem Auto aus und weißt du, ich will dorthin kommen, ich gehe ins Geschäft rein oder was auch immer und ich stehe bei der Tür und dann komme ich immer drauf, die Masken. Und dann muss ich immer wieder zurücklaufen zum Auto, um meine Masken zu holen. Ich vergesse es immer. Und Masken, also jetzt in diesen Corona-Zeiten, ist etwas, was uns irgendwie die ganze Zeit begleitet und die anderen Leute ärgern sich total drüber. Und es gibt manche Leute, besonders in Amerika zum Beispiel, die richtig, protestieren dagegen. Die gehen auf die Straßen aus und sagen, keine Masken, keine Masken. Und stecken sie währenddessen dann an mit Covid-19. Oder da gibt es halt große Demonstrationen gegen den. Für manche Leute ist das total einfach was Arges und sie halten es überhaupt nicht aus. Aber es gibt eine Sache, was ich weiß bezüglich Masken. Und das ist, dass für viele Leute und sogar für die meisten von uns, war es absolut etwas Gewöhnliches und was Normales, Masken zu tragen, sogar bevor die Corona-Zeit begonnen hat. Die meisten Menschen, ich kriege fast keine Luft mit diesem Ding, die meisten Menschen irgendwo in irgendeinem Bereich ihres Lebens tragen Masken, um zu verbergen, was dahinter abgeht und was dahinter geschieht. In Lukas Kapitel 12, Verse 1 und 2, ich halte das nicht aus, Lukas 12, 1 und 2, da steht, inzwischen strömten Tausende von Menschen zusammen und es war ein solches Gedränge, dass sie sich gegenseitig auf die Füße traten. Das heißt, da waren Tausende von Leuten da und wollten Jesus zuhören. Tausende von Menschen sind zusammengekommen und sind sich gegenseitig auf die Füße gestiegen und es war kein Platz, es war ein Riesengedränge und es war einfach, da war viel los. Ja? Aber da steht, Jesus sprach zunächst nur zu seinen Jüngern. Weißt du, nur weil viele Menschen zusammenkommen und Jesus irgendwo ist, nur weil viele Menschen dort sind, heißt das nicht, dass alle diese Menschen wirklich Jünger von Jesus sind. Nur in ein Kirchengebäude zu gehen, nur in eine Gemeinde zu sein, nur da einen Gottesdienst anzuhören, bedeutet nicht gleich, dass wir Jünger Jesus sind. Jünger Jesus sind Leute, die ihm nachfolgen, die tagtäglich Beziehungen mit ihm führen, die seine Stimme hören wollen und die nicht nur da sind, um zu schauen, okay, und was springt für mich dabei heraus? Es hat manche Leute gegeben, die sind einfach nur dorthin gekommen, damit sie vielleicht geheilt werden. Ja? Es sind manche Leute dort dabei gewesen, die sind dabei gewesen, weil sie gehört haben, bei Jesus kriege ich vielleicht eine gratis Mahlzeit. Er hatte damals die 5.000 ernährt und da anders mal die 4.000. Vielleicht springt eine gratis Mahlzeit für mich dabei heraus. Ja? Manche Leute waren nur dort, weil sie gehört haben, Jesus, der Hype ist jetzt gerade um Jesus. Ja? Alle reden über ihn, die religiösen Leute sind sauer auf ihn und so weiter. Er ist ein Celebrity, also ein Prominenter in der Gegend. Ich muss mal anschauen, was der zum Sagen hat. Ja? Manche Leute waren einfach nur da, um zu schauen, was kriege ich dabei heraus. Das schaue ich mir mal an. Aber hier steht, es waren Tausende von Menschen dort. Und zu wem hat Jesus gesprochen? Er spricht zu seinen Jüngern. Wenn du ein Jünger Jesu bist, dann hat er da was zu sagen. Ganz egal, wie viele Leute rundherum sind, ganz egal, ob du in einer Menschenmenge bist, wenn du ein Jünger von Jesus bist, hat er ein Wort für dich.
Das finde ich total cool. Er schaut niemals irgendwie bei uns vorbei oder so, sondern wenn wir ihm nachfolgen, dann hat er etwas für uns ganz besonders. Ist das nicht cool? Ganz egal, wie viele Leute irgendwie da sind. Jesus ist irgendwie nicht, der kümmert sich nicht so um den Hype, sondern er kümmert sich um die Einzelnen. Und das sind wir. Und hier steht, er sagt zu seinen Jüngern, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Und damit meine ich ihre Heuchelei. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Hat irgendwer von euch Sauerteig schon mal gegessen? Ich habe keine Ahnung wirklich, was Sauerteig, also wie das schmeckt und wie Brot funktioniert im Allgemeinen. Das heißt, immer, das heißt, wenn Jesus solche Referenzen irgendwie benutzt, dann geht das vielleicht ein bisschen an mir verloren, weil ich keine Ahnung habe, wie man Brot backt und wie Sauerteig und diese ganzen Sachen funktioniert. Aber er sagt, es breitet sich aus, so wie ein Sauerteig das ganze Brot durchsäuert. Das bedeutet, man tut ein bisschen etwas in einen größeren Klumpen von Teig, sage ich das jetzt richtig? Man tut ein bisschen an Sauerteig rein in die restliche Masse und das breitet sich aus geschmacklich durch das ganze Brot und das ganze Brot schmeckt danach nach Sauerteig. Right? Germ. Ist ähnlich. Es ist ähnlich wie Germ. Ganz genau. Okay, also es breitet sich aus. Es breitet sich aus, bis dann alles nach dem schmeckt. Und das ist, was Jesus sagt. Er sagt, er meint damit ihre Heuchelei. Jesus hat keinen Kurs gegeben im Brotbacken oder sowas, sondern er redet über Heuchelei. Und er sagt, nichts bleibt für immer verborgen, sondern eines Tages kommt die Wahrheit ans Licht und dann werden alle Geheimnisse enthüllt. Also er redet über Heuchelei, er redet über die Pharisäer, die sich selbst so zur Schau gestellt haben und die etwas präsentiert haben, die eine Fassade aufgebaut haben, was etwas präsentiert hat, was gar nicht der Wahrheit entsprochen hat. Verstehst du, was ich meine? Die Pharisäer haben nach außen hin etwas präsentiert und vorgezeigt, was eigentlich im Inneren gar nicht wahr war. Sie haben etwas nach außen vorgesprochen und vorgelebt, was sie im Privaten dann nicht wirklich als wahrhaftig dann gelebt haben. Also er redet über Heuchelei und das ist ähnlich wie eine Maske, weil man kann sie ganz gut und ganz einfach, hinter einer Maske kann man sie ganz einfach verstecken. Hinter dieser Maske, du hast keine Ahnung, was jetzt gerade hinter dieser Maske abgeht, ob ich da gerade die Zunge zeige oder ob ich was der... Oder ob ich lach oder ob ich böse schaue oder so. Sogar, ich glaube, vor ein, zwei Tagen oder so hat das sogar irgendwer zu mir gesagt. Ich glaube, das war die Irene. Ich habe mit ihr geredet und sie sagt, wie meinst du das? Weil ich sehe dein Gesicht nicht unter dieser Maske. Ich weiß nicht, wie du das meinst. Oder weißt das du? Irgendwer weiß, ich weiß nicht mehr. Anyway. Anyway, hinter dieser Maske ist es ganz easy, Sachen zu verstecken. Ich bin letztens mit der Maske dann auch irgendwo in irgendein Geschäft reingegangen. Ich glaube, in die Bank war es. Und die Irene ist, und ich habe Sonnenbrille aufgehabt. Ich habe Sonnenbrille auf und tue dann meine Masken auf. Und die Rede sagt zu mir, Josh, du das Sonnenbrille auf. Du schaust aus wie ein Bankräuber. Ja? Und es ist wahr, weil man sieht nicht, was dahinter abgeht. Ja? Man sieht nicht, was dahinter los ist. Und Menschen tragen Masken und mehr als diese Covid-19-Masken. Menschen tragen emotionale Masken, Menschen tragen Masken in ihren Beziehungen, Menschen tragen Masken in ihrem geistlichen Leben, um dahinter zu verstecken, um dahinter etwas zu verstecken, was man nicht möchte, dass Leute sehen. Ja, jetzt gerade gibt es viel Gerede über die Masken, weil wir es alle wieder tragen müssen und die Leute ärgern sich drüber. Aber eigentlich, Masken zu tragen, war ein ganz normaler Teil des Lebens für die meisten Leute, lang bevor die Corona-Zeit angefangen hat. Und wir können alle möglichen Sachen verstecken hinter der Maske. So wie es die Pharisäer gemacht haben. Sie haben diese Fassade nach außen aufgebaut. Jesus hat sogar einmal drüber gesprochen, wie sie gebetet haben. Und die Pharisäer, die haben so gebetet. O Herr! Danke, dass du mich nicht so gemacht hast wie dieser armselige Mann, denn ich gebe mehr als den Zehnten von meinem ganzen Zeug und so weiter. Und dann fängt er an, seine ganze Liste irgendwie abzulesen mit den Sachen, die er gut macht und so und präsentiert das dem Herrn, als wie wenn er, was der richtig der hochgeistliche Superheld wäre. Und er vergleicht sich selbst mit jemand anderem und sagt, der andere dafür im Gegensatz dazu zu mir, der kann nichts, der hat nichts drauf. Ja? Und sie präsentieren sich so. Die Leute haben diese Meinung gehabt von den Pharisäern, dass sie die absolut Spitzenreiter waren, wenn es ums geistliche Leben gegangen ist. Wenn es um Gott gegangen ist, waren sie die Leute, die sie ausgekannt haben. Das war die öffentliche Meinung.
Aber Jesus hat hinter die Maske schauen können. Jesus hat hinter dieser Maske reinschauen können und er hat gesehen, was tatsächlich los war. Und Jesus, als er geredet hat zu den Pharisäern, hat er eigentlich nicht oft eine sehr positive Meinung über sie gehabt. Ist dir das schon mal aufgefallen? Wenn du die Evangelien liest, Jesus ist normalerweise nicht zu den Pharisäern hingegangen und hat gesagt, hey, du machst einen super Job. Wahnsinn, ich meine, so wie du deinen Zehnten gibst, ist echt beeindruckend, Wahnsinn. So, sondern er war eher negativ oft gegenüber den Pharisäern eingestellt und immer aufgrund von Heuchelei und Unglaube. Ja? Er hat hinter diese Maske reinschauen können. Jesus hat in Matthäus Kapitel 23 hat er gesagt, die Pharisäer, sie sind wie polierte Gräber. Wie weißgewaschene, polierte Gräber. Weißt du, was das bedeutet? Sie sind außen ganz schön und poliert und überall liegen die Blumen und so weiter. Aber wenn du reinschaust, da ist lauter Tod drinnen. Ja? Das hat Jesus gesagt über die Pharisäer, weil sie nach außen hin etwas präsentiert haben, was innerlich nicht real war. Und so gibt es auch viele Leute, die sich so fühlen, als müssten sie sich hinter einer Maske verstecken aufgrund dessen, was andere Menschen über sie sagen würden. Wir alle, wir sind nicht perfekt und wir machen Fehler und wir sind mangelhaft in den verschiedensten Bereichen. Ja? Und weil wir wissen, dass wir nicht alles zusammen haben und weil wir wissen, dass wir immer nur vielleicht manchmal Fehler machen oder Probleme haben, wir machen uns Gedanken darüber, was wir würden andere Menschen über mich sagen, wenn sie bla 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 über mich wüssten. Wenn Leute wüssten, dass ich bla 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 bla, was würden sie über mich denken? Das ist oft der Grund, warum Menschen Masken tragen in den verschiedensten Bereichen ihres Lebens. Es gibt so viele Leute, die, also junge Leute zum Beispiel, ja, die sich verlieben in irgendeine Person und wenn sie sich mit dieser Person abgeben, sind sie ein komplett, vollkommen anderer Mensch, als was sie zu Hause sind. Ist dir das schon mal aufgefallen? Vielleicht hast du einen besten Freund oder eine beste Freundin und die verliebt sie in irgendjemanden, ja? Oder die Person verliebt sich in irgendjemand anderen und du merkst dann, wenn sie bei der anderen Person sind, dann ist einfach alles ist lieb und alles ist lustig und sie lachen über die schlechtesten Witze vom anderen. Ja? Und du merkst, sie sind komplett anders und dann, wenn sie mit dir wieder alleine sind, sind sie auf einmal wieder Mr. Normal und alles ist wieder so wie gehabt. Ja? Menschen verstellen sich und sie tragen dann auf einmal diese Maske, weil sie wollen dem anderen gefallen. Ja? So wie wenn jemand zum Beispiel, so wie ich, ja? Wenn jemand so wie ich zu einem Jobvorstellungsgespräch geht, ja? Wenn ich zum weiß ich nicht, was das heißt, weil ich müsste arbeiten in einer Gemeinde schon seit ewig. Nein, aber wenn ich zum Beispiel zu einem Vorstellungsgespräch gehen würde, ja, und ich bin jemand, ich habe keine Matura, ich habe nicht studiert, ich habe all diese Sachen nicht. Ja, aber wenn ich zu einem Vorstellungsgespräch gehe, ja, und ich ziehe mir einen schönen Anzug an, ich tue recht auf Businessman oder so, ich sage, ja, grüß Gott, mein Name ist Herr Lambert, bitte sagen Sie Herr Lambert zu mir und so. Und ich versuche mich selbst so cool darzustellen. Eigentlich, wenn Sie wirklich wissen, wer ich bin, wenn Sie wirklich wissen, wie ich bin, dann schaut Josh in einem Anzug schaut einfach komisch aus. Ja? Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Und so würde ich eben diese Maske aufsetzen, damit die Leute etwas anderes über mich denken, als was wirklich die Realität entspricht. Ja? Und so geht es vielen Leuten in allen möglichen verschiedenen Bereichen des Lebens. Leute wollen verstecken, wie sie wirklich sind. Und weißt du was? Das ist wirklich nicht, was Gott für uns möchte. Das ist wirklich nicht, was Gottes Wille ist für jeden Einzelnen von uns, dass wir uns so fühlen, als müssten wir uns verstecken vor anderen Menschen oder dass wir uns verstecken müssten vor Gott. Es gibt so viele Leute, die kommen in die Gemeinde, kommen in die Church und dann haben wir Lobpreiszeiten und es ist, oh Halleluja. Ja? Und man merkt, der Heilige Geist ist am Wirken und man gibt diesen geistlichen Touch, den man hat, irgendwie den kompletten Raum. Und dann am Montag geht man in die Arbeit und alles, diese ganze geistliche Erfahrung, was man alles da durchlebt hat, ist auf einmal alles verschwunden. Ja? Am Sonntag würdest du dir denken, so wie die Leute sich benehmen und so wie sie leben, als würde was der 24-7 einfach ständig das heilige Pad spielen im Hintergrund. Ja? Aber eigentlich am Montag ist es dann ganz anders. Und warum ist es so? Warum ist es so? Warum glauben wir, dass wir Bonuspunkte dafür bekommen, für wie gut wir anbeten oder wie christlich, dass wir leben oder wie brav, dass wir sind? Ich sag dir was, es geht oft nicht um Gott, sondern es geht um andere Leute. Es geht um das, was andere Leute denken. Ja?
Und Gott gibt keine Bonuspunkte aus, für wie brav, dass wir reinschauen können. Er gibt keine Bonuspunkte aus, für wie heilig, dass wir ausschauen können, wenn wir den Herrn anbeten. Sondern Gott schaut immer hinter die Maske. Er schaut immer auf das, was im Herzen abgeht. Er schaut immer auf das, was unter der Maske los ist. Und weißt du, es ist nicht Gottes Wille, dass wir uns verstellen und verstecken müssen. Nicht voneinander und nicht vor ihm. Er möchte uns so haben, wie wir sind. Ich kenne eine, die wirklich also ein ziemliches Vorbild da ist für mich in ihrer Beziehung zu Jesus, weil sie ist total leidenschaftlich für ihn. Sie liebt Jesus und es ist total öffentlich und zur Schau gestellt und sie ist total so ein Mensch, was das einfach überall herzeigt und so. Und sie hat einmal auf Instagram geteilt, sie hat gesagt, Jesus hat heute zu mir gesagt, hey, Schatzi, schmink dich nicht. Ich will dich heute sehen, so wie du wirklich bist. Und mein erster Gedanke war, okay, ja, passt. Aber mein zweiter Gedanke war dann, ist es eigentlich wirklich cool? Das finde ich eigentlich wirklich cool, dass Jesus sowas sagen würde zu einem Mädchen. Sagen würde, hey, du musst dich nicht schminken. Ich finde dich absolut wunderschön, genauso wie du bist. Sag mir, wie du wirklich ausschaust. Das finde ich total cool. So ist Jesus. Er liebt uns alle, egal wie wir ausschauen. Er liebt uns so, wie er uns gemacht hat. Er liebt mich mit meinen plus 8 Kilo. Und er liebt uns mit all unseren verschiedenen Schwächen, mit all unseren verschiedenen Sachen. Ja? Okay, also wer ist derjenige dann, der uns einreden möchte, dass wir eine Maske tragen sollen? Weißt du, wer es ist? In 2. Korinther Kapitel 11 und Vers 14, da steht, aber das ist nicht weiter verwunderlich. Gibt sich nicht sogar der Satan als Engel des Lichts aus? Gibt sich nicht sogar der Satan als Engel Gottes? Weißt du, wer der Erste ist, der eine Maske trägt? Der Teufel. Das alles kommt von ihm. Er ist derjenige, der sie verstört. Er ist derjenige, der uns einreden möchte, hey, du kannst nicht so, wie du bist, zu Gott kommen. Du kannst nicht so, wie du bist, dich zeigen in der Church. Du kannst niemanden in der Gemeinde sagen, wie es dir wirklich geht. Weil wenn sie das wüssten, was du gerade für Kämpfe in deinem Leben hast, wenn sie wüssten, was du manchmal für Gedanken hast, dann würden sie dich nicht mehr akzeptieren. Dann würde Gott dich nicht mehr lieben. Dann würde Gott dich nicht mehr gebrauchen können. Und dann wäre das alles vorbei. Und er verwendet Scham und Schande dazu, uns einzureden. Setz die Masken auf. Und so viele Menschen fallen in diese Falle dann hinein, in diese Falle des Feindes hinein und sie denken dann nur über sich selbst, ich bin nicht gut genug. Und aus dem heraus entstehen dann so Sachen wie Instagram-Sucht und so weiter, dass man immer reinschaut und sie immer irgendwie perfekt irgendwie zeigen muss und so. Dass man denkt, okay, ich muss was der 18 Filter über mich selbst drüber legen, damit ich mich irgendwie zeigen kann. Damit ich das Foto posten kann, muss ich es irgendwie mit der besten Kamera machen, muss 18 Filter drauflegen und dann muss ich mit der Face-App muss ich ein bisschen einen Speckgal irgendwie weg editieren und so. Ja? Das kommt von dem, dass der Feind uns sagt, du bist nicht gut genug. Aber das ist nicht, was Gott sagt. Gott sagt etwas ganz anderes. Gott sagt, du bist wunderbar und einzigartig geschaffen. König David, er hat gesagt, großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Glaubst du auch, dass alles, was Gott geschaffen hat, großartig ist? Das inkludiert dich selbst. Das heißt, du bist großartig geschaffen. Preis den Herrn. Und wenn wir das nicht erkennen, wenn wir diese Lüge des Feindes annehmen und wir beginnen, diese Maske aufzusetzen und mit dem herumzulaufen, ja, dann kann es oft passieren, dass wir mehr Zeit mit der Maske verbringen, dass wir mehr Zeit damit verbringen, die Maske zu polieren und die Maske irgendwie richtig zu schneidern und die Maske irgendwie ein schönes Material drauf zu tun und so weiter, dass wir eigentlich uns gar nicht mehr kümmern um das, wie es unter der Maske ausschaut, sondern wir kümmern uns nur darum, wie die Maske ausschaut. Wir wollen, dass die Maske so perfekt ist wie möglich, damit niemand auf die Idee kommen würde, dass dahinter sie etwas ganz anderes verbirgt. Ja? Und das ist genau so, als würde man voll schwitzen und man geht nicht duschen, sondern man schmiert sich ein Deo rauf. Stell dir mal vor, du gehst nie duschen, sondern du hast dir immer nur ein Deo aufgeschmiert. Ein leichtes Grausen geht durch den Raum. Aber so ist es, wenn wir uns nicht um unsere Seele kümmern, wenn wir uns nicht um das kümmern, was unten drunter ist, was unter der Maske ist. Und genauso ist es in unserer Beziehung mit Gott. Genauso ist es in unseren Beziehungen miteinander. Es gibt manche Menschen, die streiten miteinander oder vielleicht sogar mit den Eltern. Man streitet mit den Eltern über irgendetwas und anstatt, dass man es richtet, spricht man einfach nicht mehr drüber. Man redet einfach nicht mehr drüber. Man tut so, als wäre es nie geschehen und man wird
dann langsam je mehr die Zeit verstreicht, desto mehr wird man bitter, desto mehr ärgert man sich über den anderen und so weiter. Und Sachen kommen nie ins Reine, Sachen kommen nie ins Klare. Was ist das? Das ist Deo auf Schweiß schmieren. Das funktioniert nicht. Man muss duschen gehen, Leute. Man muss duschen gehen und das muss weggewaschen werden. Dieser Schmutz, das muss weggewaschen werden. Gott ist nicht dafür, dass man einfach ein Deo drauf schmiert auf den Gestank, sondern er möchte uns reinigen. Er möchte uns, Halleluja, er möchte uns durchdringen mit seinem Geist und er möchte uns wiederherstellen, uns neu machen, dass wir uns nicht verstecken müssen. Sag mal Amen. Preis den Herrn. In 2. Korinther, Kapitel 4, Verse 1 und 2, da steht, weil Gott uns in seiner Barmherzigkeit die herrliche Aufgabe übertragen hat, seine Botschaft zu verkünden, verlieren wir nicht den Mut. Und ich mache mal Stopp da, okay? Da steht, wir sollen Gottes Botschaft verkündigen und er sagt, wir verlieren nicht den Mut. Wir verlieren nicht den Mut, auch wenn wir in schwierigen Zeiten sind. Und wir alle, wir kommen manchmal in schwierigen Zeiten. Wir alle in Österreich und generell auf der ganzen Welt durchleben gerade eine schwierige Zeit. Diese ganze Covid-19-Sache, die verschiedenen Demonstrationsbewegungen, Proteste, die überall auf der Welt sind, Rassismus, all diese verschiedenen Sachen, sind alles furchtbare Dinge. Ja? Und wir leben auf dieser gefallenen Welt, die einfach schmerzt und die Jesus braucht. Wir machen schwierige Zeiten oft durch, so als Gesellschaft, als Gemeinschaft und auch im Einzelnen. Wir machen manchmal Schwierigkeiten durch. Oder Hand hoch, wenn du noch nie eine Schwierigkeit erlebt hast. Irgendjemand da? Dann wissen wir, wer die Lügner sind. Na, wir haben immer wieder Schwierigkeiten durchgelebt. Aber er sagt, wir verlieren nicht den Mut. Wir verlieren nicht den Mut in diesen Zeiten, sondern wir halten uns fern von allen Heimlichkeiten, für die wir uns schämen müssten. Wir täuschen niemanden und verdrehen auch nicht Gottes Botschaft. Im Gegenteil, wir sind Gott verantwortlich und verkünden frei und unverfälscht seine Wahrheit. Das ist unsere Selbstempfehlung. Jeder, der auf sein Gewissen hört, wird mir Recht geben. Er sagt eigentlich in einer anderen Übersetzung, steht hier wortwörtlich, wir weigern uns, Masken zu tragen. Das finde ich cool. Wir weigern uns, Masken zu tragen, wenn es um Gottes Botschaft geht. Wenn es darum geht, wer ich bin als Christ. Weißt du, mein Leben als Gläubiger ist nicht irgendwie bestimmt durch meine Fehler oder das, was ich gut mache, sondern es ist bestimmt durch das, was er für mich getan hat. Jesus ist derjenige, der mich zu einem Christen macht und nicht mein braves Verhalten oder so. Und deswegen brauche ich nicht die Maske aufsetzen und sagen, ich habe eh alles beieinander, alles ist okay bei mir, die schlimmen Sünder draußen auf der Welt, die brauchen Jesus. Aber bei mir passt alles. Das ist absolut falsch. Genauso wie die Menschen draußen, die Jesus nicht kennen, genauso dringend brauche ich ihn jeden Tag. Weil ohne ihn kann ich gar nichts. Und ohne ihn bin ich absolut verloren. Und nur weil ich zum Beispiel hier jetzt hier vorne stehe und ein Mikrofon in der Hand habe, dann heißt es nicht, dass ich nicht genauso wie du mit Sünde kämpfe, dass ich mit verschiedenen Gedanken kämpfe, dass alle meine Beziehungen perfekt sind. Das bedeutet das überhaupt nicht. Dieselben Kämpfe oft, die du durchmachst, macht jeder Einzelne durch, der hier vorne steht. Manchmal sogar in ärgerem Ausmaß. Keiner von uns hat es verdient, irgendwas Besonderes genannt zu werden, weil Jesus ist derjenige, der den Unterschied macht. Wir alle aus uns selbst heraus, wir können es nicht. Und alles andere ist eine Maske. Alles andere ist eine Maske. Aber er sagt, wir halten uns fern von allen Heimlichkeiten, für die wir uns schämen müssten. Ich mag nicht ein Leben im Schatten. Ich mag mich nicht fürchten davor, was würden die Menschen in meiner Klasse sagen, wenn sie herausfinden würden. Ich sage, ich bin Christ und doch lebe ich so. Ich mag nicht so ein Leben im Schatten leben, sondern ich mag ein Leben im Licht leben, wo Gott mich dorthin berufen hat. Er sagt, wir täuschen niemanden und verdrehen auch nicht Gottes Botschaft. Wie kann ich Gottes Botschaft verdrehen, denkst du vielleicht? Ja, eine Art und Weise, wie ich vielleicht manchmal Gottes Botschaft verdrehen könnte, wenn ich in der Welt lebe, ist, indem ich so tue, als wäre das alles okay, so wie alle anderen leben. Und ich mache einfach mit. Und ich gehe einfach mit. Für manche Leute ist die Maske nicht unbedingt, ich bin so heilig, sondern für manche Leute ist die Maske, ich bin genauso wie du. Und das stimmt nicht. Du bist nicht genauso wie die in der Welt. Du bist ganz anders. Die Bibel sagt, du bist Gottes besonderes Volk.
Du bist Gottes besonderes Volk, was er sich selbst geheiligt hat, was er sich erkauft hat. Und du bist ehrgeizig zu guten Werken. Das ist, was die Bibel sagt, dass du bist. Und manchmal ist unsere Maske, ich bin genauso wie du. Was glaubt ihr Freikirchen, ihr Freikirchenleute, was glaubt ihr eigentlich? Ja, nein, wir sind nicht, weißt du, ziemlich modern heute. Schau, der christliche Glaube, aber ziemlich modern. Das ist das Einzige, was wir sagen über uns. Ja, und wie steht es jetzt zu dem Thema und zu dem Thema? Ah, ja, weißt du, über das reden wir nicht so viel. Und eigentlich, weißt du, ich meine, das, was du, wenn es du mit dir selber gut ausmachen kannst, dann okay. Das ist nicht, wer du bist. Und das ist, was Paulus hier sagt. Er sagt, wir täuschen niemanden und wir verdrehen auch nicht Gottes Botschaft. Ja, die Message ist die Message. Und Paulus hat gesagt in Römer Kapitel 1, Vers 16, er sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch eine Kraft Gottes zur Rettung, jedem, der daran glaubt, zuerst dem Juden, dann dem Griechen. Er sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Für manche ist diese Maske unser Scham vor dem, was dahinter ist. Und das, was dahinter ist, ist aber so wunderschön. Das neue Leben, was Christus dir geschenkt hat. Preis den Herrn. Also, diese andere Übersetzung sagt, wir weigern uns, Masken zu tragen. Und ob das jetzt in dem ist, dass ich sage, okay, ich bekenne mich ganz klar zum Herrn, oder ob es ist, dass ich mich oute, vielleicht in meinen Schwierigkeiten, in meinen Kämpfen, dass ich vielleicht mir jemanden suche, mit dem ich reden kann über die Schwierigkeiten, die ich durchmache. Ich weigere mich, eine Maske zu tragen. Ich weigere mich, in Sucht zu leben und so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Ich weigere mich, mit Depression zu leben und ein Lächeln aufzusetzen jeden Tag und so zu tun, als wäre alles okay. Ich weigere mich, eine Maske zu tragen. Ja? In Psalm 51 und Vers 8, das sagt König David, sagt, siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Innern und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Du hast Lust an der Weisheit und an der Wahrheit, meine ich, im Inneren und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Also, was interessiert Gott? Gott ist mehr interessiert an dem, was unter der Maske abläuft, als an allem, was wir irgendwie nach außen oft präsentieren wollen. Er möchte sehen, wie es uns wirklich geht. Er möchte sehen, was uns wirklich beschäftigt. Er möchte unser Herz wirklich bekommen, so wie es wirklich ist. Weil wir können Menschen täuschen mit Masken. Wir können uns verstecken vor der Realität mit Masken. Aber Gott geht es nie um das Äußerliche. Es geht ihm immer um unser Herz. Und weißt du, wenn wir aufhören, uns zu verstecken, kann er anfangen, uns zu heilen. Wenn wir aufhören, uns zu verstecken, kann er anfangen, uns zu heilen. Für alle, die brav sind und bei den Handys mitschreiben, schreibt ihr den Satz auf. Wenn ich aufhöre, mich zu verstecken, kann er anfangen, mich zu heilen. Das ist eine Wahrheit, die uns begleiten kann unser ganzes Leben, weil wir werden immer wieder in diese Gelegenheit und Versuchung kommen, Dinge vor anderen Menschen zu verstecken. Aber wenn ich aufhöre, mich zu verstecken, kann er anfangen, mich zu heilen. Manchmal müssen auch vielleicht nicht irgendwelche Sünden sein, weil ich weiß, viele von uns denken wahrscheinlich jetzt gerade an Sünden, die wir verstecken hinter der Maske, ja? Ja, oder? Aber es müssen manchmal vielleicht nicht einmal nur Sünden sein. Vielleicht ist es irgendetwas, irgendwie irgendwelche alltäglichen Dinge, die uns peinlich sind oder wo wir uns schlecht fühlen über uns selbst. Weißt du, es gibt viele Leute, die total eine Hype-Persönlichkeit haben, die komplett abgängen können wie eine Rakete, wenn sie fortgängen entstört. Aber wenn die Lobpreismusik startet und wenn es Zeit ist, Gott anzubeten, dann tragen sie die Maske und stehen da mit den Händen in die Hosentaschen. Das ist eine Maske. Es ist so. Es gibt Leute, die können in ein Fußballstadion gehen und sie können auszucken drüber, dass jemand da durchschießt, aber sobald die Musik in der Kirche anfängt zum Spielen, Maske auf. Mr. Cool, Jimmy Lasek. Okay? Manchmal sind das vielleicht alltägliche Dinge, die uns. Oder manchmal tragen wir vielleicht Dinge, wo wir verletzt sind in uns herum. Ja? Wo jemand sagt: Hey, wie geht's dir eigentlich? Und du sagst, hey, gut, gesegnet bin ich. gut und gesegnet geht's mir. Und tatsächlich ist es so, dass deine Familie, bis der gerade nicht mehr redet miteinander und Leute streiten und es geht da furchtbar. Wie geht's dir wirklich?
wie geht's dir wirklich? Das heißt nicht, dass du überall all deine Emotionen, was der auf deiner, dass du dein Herz überall offen tragen musst. Also, ja, wenn jemand bei dir vorbeigeht und sagt, hey, Servus, wie geht's dir? Und sagt, oh, furchtbar. Ich warte schon die ganze Woche, dass es jemand erzählen kann. Das meine ich nicht damit unbedingt. Es ist okay, dass du eine Privatsphäre hast. Es ist okay, auch, dass manche Dinge du vielleicht einfach nur zwischen dir und Gott da regelst. Aber das Wichtige ist, dass ich nicht anfange, irgendwie mich so zu fühlen, als müsste ich Dinge verstecken vor anderen Menschen. Wir sind nicht berufen zu Masken. Und ich mag diese Einstellung für mein Leben haben. Vielleicht nicht unbedingt, was Covid-19 betrifft, aber in meinem restlichen Leben, ich weigere mich, eine Maske zu tragen. Ich weigere mich, eine Maske zu tragen. Vielleicht geht es dir so, dass du denkst, boah, ich will niemandem sagen, wie schlecht es mir geht in der Schule. Es könnte sein, dass ich dieses Jahr gar nicht schaffe. Vielleicht, weißt du, ich will niemandem sagen, wie es mir geht in der Schule, weil es ist mir so peinlich. Ja? Und ich will nicht irgendwie fragen, ob mir wer helfen kann mit dem und dem Bereich, weil es ist mir so peinlich. So geht es auch vielen Menschen. Und deswegen tragen wir die Maske und wir sagen, ja, so ist es okay, kein Problem, bla bla bla. Ich war ganz lang so. Oft haben, also viele Leute haben nicht gewusst, was bei mir los war. Lange, lange, lange Zeit. Wann ich eigentlich, das habe ich jetzt schon weggeschmissen, aber ich habe ein altes Tagebuch gehabt, wo ich Sachen reingeschrieben habe. Ich habe ein altes Tagebuch gehabt, wo ich Sachen reingeschrieben habe mit 15, 16, über wie es mir wirklich gegangen ist. Und ich habe das Ding dann irgendwann einmal gelesen, wie ich dann erwachsen war. Und ich habe es dazu, es war so cringe, es war mir so peinlich. Und ich habe aber auch ausgelesen, wie verzweifelt das ich war und wie sehr ich eigentlich Hilfe gesucht habe. Und ich habe mich nicht getraut, mit irgendjemandem drüber zu reden. Und ich bin so froh, dass der Herr mir Freunde geschenkt hat und auch Eltern geschenkt hat, die tiefer schauen wollten, als nur, was die Maske sagt. Ja? Ich kann mich erinnern, es hat einen Abend gegeben, wo ein Freund von mir da war und ich habe mir das ganze Wochenende, habe ich mich selbst was der so aufgeritzt und solche Sachen und ich war komplett depressiv und ich wollte mich wegmachen dieses Wochenende. Das war alle meine Gedanken haben sich gekreist darum, dass ich einfach mein Leben nichts wert ist und dass niemand mich mag und dass es egal wäre, wenn es mich nicht geben würde. Alle meine Gedanken haben sich um das gekreist. Das war wirklich eine furchtbare Zeit und ich kann mich erinnern, dass ein Freund von mir da war und ich habe versucht, das so eben zu verstecken und so und irgendwann einmal haben wir heute miteinander gesprochen und er sagt dann zu mir, hey, was ist eigentlich los und wie geht es dir wirklich? Und er hat ein bisschen nachbohren müssen, weil ich wollte nichts sagen, aber dann ist der Punkt gekommen, wo ich es nicht mehr verstecken wollte, wo ich gewusst habe, ich muss es jetzt und ich darf es jetzt sagen. Und dann habe ich einfach erzählt, wie es mir gegangen ist. Ich habe geweint, ich habe komplett mein Herz dann einfach ausgeschüttet und gesagt, wie es mir gegangen ist. Und das war der erste Schritt dazu, dass ich frei geworden bin in Jesus. Das war der erste Schritt in die Richtung, dass Jesus sie mir wieder neu geoffenbart hat, dass ich die Liebe Gottes wieder neu erkannt habe. Ihr habt sicher diese Geschichte von meinem Leben schon mal gehört, wo ich dann gesagt habe, ich war komplett depressiv und fertig und jemand sagt zu mir, hast du vergessen, dass Jesus dich liebt? Und das hat mein Herz getroffen wie eine Liebesnuklearbombe und in dem Moment habe ich gewusst, ich bin geliebt von Gott. Es war so real. Und der erste Schritt dorthin war, dass ich die Maske fallen habe lassen und dass ich zu jemandem gesagt habe, hey, mir geht's echt nicht gut. Mir geht's echt nicht gut. Ich kämpfe in dem Bereich, ich kämpfe in dem Bereich, ich kämpfe in dem Bereich. Ich schaffe es nicht, dass ich irgendwie rauskomme aus dem Loch, in dem ich bin. Und ich bin so dankbar. Ich bin so dankbar, dass Gott mir Leute um mich gestellt hat, die mir dann geholfen haben. Im Psalm 26 und Vers 2, da steht, vor dir, Herr, kann ich nichts verbergen. Weißt du, ganz egal, wie du die benimmst, Gott weiß, was wirklich los ist. Manche Leute haben beide Hände hoch im Lobpreis und denken gerade über Real Madrid nach. Nein, natürlich nicht. Aber es gibt manche Leute, weißt du, die zeigen nach außen dieses perfekte Bild vor. Und du weißt aber das, und Gott weiß aber, was im Inneren los ist. Er weiß, was unter der Maske ist. Ich habe einmal zwei Leute gesehen, die in der Gemeinde, die haben beide Hände hochgekommen, miteinander im Lobpreis, war eine schöne Zeit der Anbetung, und sie haben beide Hände hoch und sie reden so miteinander. Ja, und wie geht's dir? Ja, was hast du das Wochenende gemacht?
Also Gott sieht immer, und wisst ihr, was los ist unter der Maske. Und deswegen mag ich uns ermutigen, leg die Maske ab, hör auf zu versuchen, jemand zu sein. Du bist schon jemand. Gott liebt dich genauso, wie du bist. Du bist Gott wichtig, genauso, wie du bist. Du hast nichts zu verstecken, weil Gott sieht dich und er liebt dich. Und es geht ihm nicht um das, was du präsentieren kannst, sondern es geht ihm um dein Herz. Lass die Gemeinde nicht deine Maske sein, wenn es um deine Beziehung mit Gott geht. Du kannst dein Leben lang in die Gemeinde gehen und null Beziehung mit Gott haben. Nur weil du da herkommst, heißt es nicht, dass du Christ bist. Genauso wie wenn du in einer Garage die eine stößt, bist deswegen kein Auto. Ja? Wir sind Christen, weil wir Jesus nachfolgen, weil wir Jesu Jünger sind. Ja? Also ich mag dich ermutigen, wenn das zum Beispiel deine Sache ist, tu diese Maske runter und fang an, diese Beziehung mit Gott zu bauen. Sprich mit ihm über, wie es dir geht. Es gibt so viele Leute, die sich denken, boah, der Grund, warum ich keine Beziehung mit Gott habe, ist, weil ich manchmal bete und dann höre ich nichts. Oder ich lese die Bibel und ich kriege nichts außer. Ja, sag das dem Herrn. Red mit jemandem drüber. Weißt du, was ich meine? Mach es ehrlich, anstatt dass du Masken aufsetzt und so tust, ja, preis den Herrn, Halleluja. Und so da stehst du im Lobpreis. Ja? Sondern mach es ehrlich, baue eine ehrliche Beziehung mit Gott. Die Bibel sagt, er hat Lust an der Wahrheit im Innern. Weißt du, wenn die Masken abfallen und wo nichts mehr zwischen uns und Jesus steht, dann beginnt er etwas echt Besonderes zu tun. Wenn die Masken fallen und wo nichts mehr zwischen uns und Jesus steht, dann beginnt er etwas ganz Besonderes zu tun. 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 18, das ist meine letzte Schriftstelle, da steht, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht. Das bedeutet ohne Maske, ohne dass irgendwas dazwischen ist. Wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Wenn die Masken weg sind, schauen wir auf zu Jesus. Und er beginnt uns zu verwandeln in dasselbe Bild. Wir fangen an ausschauen wie er. Wir fangen an denken und reden und handeln wie er. Und was ist der Weg dorthin? Das muss weg. Preist den Herrn. Also ich will dich ermutigen, Jesus liebt dich. Er liebt dich mit all deinen Stärken, er liebt dich mit all deinen Schwächen. Er liebt dich mit all deinen Zweifeln. Er liebt dich mit all deinen Fragen. Er liebt dich mit all deinen Süchten. Er liebt dich mit all dem, was du falsch gemacht hast. Er liebt dich mit all den schlimmen Worten, die du zu deiner Mama gesagt hast. Er liebt dich mit all den schlimmen Dingen, die du zu deinen Geschwistern gesagt hast. Er liebt dich sogar, wenn du da Sachen angeschaut hast, die du nicht anschauen hättest sollen. Er liebt dich sogar, wenn du Dinge getan hast mit Freunden in der Schule, die du nicht tun hättest sollen. Er liebt dich ganz egal, was gewesen ist. Und weißt du, er liebt dich auch genauso, wie du jetzt ausschaust. Er denkt nicht, du solltest ein bisschen größer sein, du solltest ein bisschen kleiner sein, du solltest ein bisschen dünner sein. Er denkt es überhaupt nicht. Er liebt dich ganz genauso, wie du bist. Und er braucht keine Maske. Und deswegen, hey, leg die Maske ab. Komm so, wie du bist, ehrlich und aufrichtig zu Gott. Und lass dich lieben von ihm. Lass dir zeigen, wer du wirklich bist. Und dann wirst du merken, ich brauche das Ding nicht einmal. Weißt du, diese Zeit mit Corona, dass wir da irgendwann einmal vorbeigehen, niemand wird mehr dieses dämliche Ding mehr herumtragen. Ja? Und genauso wird es bei uns sein, wenn wir merken, ich brauche es nicht mehr, werde ich es nicht mehr tragen. Amen. Lass uns aufstehen miteinander. Und lass uns einfach jetzt beten. Darf ich wieder ein bisschen spielen? David wird ein bisschen was spüren und wir werden jetzt einfach für uns selbst ganz persönlich jetzt eine Minute oder zwei nehmen und wir werden ehrlich zu Gott kommen. Für manche von uns wollen wir jetzt beten, wir sollten mit dem Herrn über unsere Beziehung zu ihm reden. Wir sollten sagen, Herr, ich mag eine echte Beziehung mit dir haben. Ich mag nicht nur, dass du der Gott von meinen Eltern bist, ich mag, dass du mein Gott bist. Ich will dich selber kennen. Ich will dich selber erkennen. Ich will selber sehen, wie du etwas tust in meinem Leben.
Manche von uns, wir sollten beten, wir sollten sagen, Herr, ich lese dein Wort, aber oft kriege ich nichts außer. Heiliger Geist, sprich zu mir. Ich mag was erkennen, ich mag was sehen, wenn ich die Bibel lese. Manche von uns müssen sagen, Herr, ich habe so da, als wäre alles in Ordnung und es ist aber nicht in Ordnung und du weißt es. Herr, I'm sorry, dass ich so gelebt habe und dass ich okay war damit, so zu leben. Herr, reinige mich. Mach mich ganz neu jetzt. Manche von uns sollten vielleicht Entscheidungen treffen und sagen, Herr, ich habe schon lange Zeit gewusst, dass das nicht okay war und ich habe so da, als hätte ich dich nicht gehört, als das du gesagt hast. Und deswegen, heute will ich sagen, ich höre dich laut und deutlich. Ich höre dich laut und deutlich und ich werde dir gehorchen. Halleluja. Lass uns vielleicht einfach unsere Augen schließen. Vergiss jeden Menschen, der um dich herum steht. Zeichnet einfach einen Kreis um deine Füße. Da drinnen bist nur du und Gott jetzt. Okay? Und lass uns diese Zeit mit unserem Vater jetzt nehmen. Und lass uns ehrlich vor ihm kommen. Und mit ihm reden über die Dinge, die uns beschäftigen, die Masken, die wir tragen. Und die Bereiche unseres Lebens, die wir in das Licht hineinbringen wollen. Halleluja. Und niemand liebt, wie du liebst. Es gibt kein so wie dich. Jesus, du hast mein Herz berührt. Komm, we worship you, Jesus. Es gibt einen in der Bibel, der wirklich ein gutes Beispiel ist für uns manchmal. Er war in einer Position, wo er nicht mehr verstecken konnte, was er getan hat und wer er war. Er war jemand, der Unruhe gestiftet hat in der Stadt, der so protestiert hat gegen die römische Herrschaft, der Kämpfe gestartet hat. Das war wirklich so ein Wildling und ein Krimineller auch. Und er ist eingesperrt worden. Und am Tag, wo Jesus verhaftet worden ist und wo Pilatus Jesus verurteilt hat, war dieser Mann auch in der Geschichte. Jeder hat gewusst, wer er war. Und jeder hat gewusst, was er da hat. Er war ein Mörder. Und sein Name war Barabbas. Jeder hat gewusst, wer Barabbas war. Es war zu spät für alle Masken, weil jeder hat es gewusst. Und jeder hat es gesehen. Jeder hat gewusst, was er da hat. Und Jesus war in dieser Geschichte. Und Pilatus hat gefragt, wen soll ich euch freilassen? Jesus oder Barabbas? Derjenige, der noch nie gesündigt hat oder derjenige, der nur gesündigt hat?
Und ihr wisst, wer freigekommen ist an diesem Tag. Es war Barabbas. Barabbas ist freigekommen. Es war Jazz. Holy Jazz. Barabbas ist freigekommen an diesem Tag und Jesus ist verurteilt worden. Warum ist das jetzt ein guter Vergleich für uns? Weißt du warum? Wir sind Barabbas. Wir sind Barabbas. Und nicht, vielleicht sind wir nicht an dem Punkt, dass wir eingesperrt worden sind wegen unserer Sünde und jeder hat es mitgekriegt. Aber weißt du was? Gott weiß ganz genau, was wir getan haben. Gott weiß ganz genau, wer wir sind. Gott weiß, wo wir gefehlt haben und wo wir schuldig sind. Gott weiß, was wir verdient haben. Und Gott ist derjenige, der uns verurteilen könnte. Aber anstatt, dass er uns verurteilt hat, hat er seinen eigenen Sohn für uns verurteilt, damit wir die Gerechtigkeit von Gott sein können in ihm. Derjenige, der keine Sünde kannte, wurde für uns zur Sünde gemacht. Das haben nicht die römischen Soldaten mit ihm gemacht, sondern Gott hat das gemacht. Für uns. Wir sind Barabbas und wir sind freigekommen an diesem Tag, weil Jesus die Strafe für uns bezahlt hat. Und heute, wenn wir ehrlich zu ihm kommen und die Masken fallen lassen, können wir wissen, wir werden nicht verurteilt, sondern wir werden heute freikommen, weil Jesus für uns verurteilt wurde. Halleluja. Preis den Herrn. Lass uns gemeinsam unsere Hände jetzt zu ihm erheben und lass uns jetzt gemeinsam beten, okay? Halleluja, Vater, wir danken dir, dass du uns so sehr liebst. Und wir danken dir, Herr, dass du uns kennst durch und durch. Du siehst, was hinter der Maske abläuft. Du siehst, was in unseren Familien los ist. Du siehst, was bei uns privat los ist. Du siehst, was in der Schule los ist, in unseren Freundschaften los ist. Und überall, wo wir sind und in allem, was wir tun, du bist immer dabei. Du kennst uns durch und durch. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du uns niemals verlassen hast und dass du uns auch niemals verlassen wirst. Deswegen, Herr, wohin wir es so sagen wie Paulus. Wir werden nicht den Mut verlieren, auch in schwierigen Zeiten. Auch wenn ich vielleicht irgendwie eine schwierige Zeit durchmache und ich bin krank, setze ich deswegen nicht eine Maske auf. Auch wenn meine Eltern vielleicht miteinander streiten und kämpfen, setze ich nicht deswegen eine Maske auf. Sondern Herr, ich werde ehrlich sein mit dir, mit wie es mir geht. Und ich weiß, du bist meine Hilfe. Ich weiß, du bist meine Stärke. Ich weiß, du wirst mich niemals verlassen und niemals aufgeben. Du bist immer bei mir. Du wirst mich niemals verlassen. In all meiner Sünde bist du immer treu geblieben. In all meinem Fehlen bist du immer treu geblieben. Herr, wie Paulus sagte, mag ich es auch sagen, ich weigere mich, eine Maske zu tragen. Und ich danke dir, Herr, dass du mich liebst, genauso wie ich bin. Du siehst mich genauso, wie du Barabbas gesehen hast. Und du liebst mich, wie du Barabbas geliebt hast. Du gibst dich für mich hin, damit ich frei sein kann. Und Herr, wir lassen heute Abend diese Masken fallen vor dir. Und wir kommen mit einem ehrlichen Herzen. Und wir sagen, Herr, wir brauchen mehr von dir. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Sei du erhoben. Sei du erhoben in unserer Beziehung. Sei du erhoben in unserer Liebe. Sei du erhoben, Halleluja, in unserer Ehrlichkeit heute Abend. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Was wichtig ist jetzt, ist, dass wann wir diese Entscheidung getroffen haben, ist, dass wir nicht nur eine mentale Kopfentscheidung treffen, sondern dass wir absichtlich was Praktisches machen. Wenn es Bereiche gibt in deinem Leben, wo du kämpfst, wo du strugglest, wo du Hilfe brauchst, wo du mit jemandem drüber reden musst, dann red mit jemandem. Dann such jemanden, dem du vertrauen kannst. Irgendwer von unserem Youth-Team zum Beispiel, die sind absolut für dich da und die können mit dir beten und die können dir helfen. Such jemand, der genauso wie mein Freund für mich damals da war, genauso jemand, der für dich da sein wird, wo du dein Herz ausschütten kannst, wo du dich nicht verstecken musst, wo du sagen kannst, hey, mir geht's einfach so. Und ich brauche Hilfe. Triff eine praktische Entscheidung heute. Wenn es um diese Beziehung mit Gott geht, triff eine praktische Entscheidung. Wenn du mehr aus der Bibel rauskriegen willst, musst du es mehr lesen. Wenn du mehr Gottes Stimme hören möchtest, dann musst du mehr zuhören. Easy. Amen. Triff eine praktische Entscheidung. Ich liebe es, dass wir berufen sind zu einem Leben ohne Maske. Du bist so viel schöner ohne Maske. Halleluja. Amen, amen.